Hallo, willkommen zu einem neuen Vlog. Diesmal starten wir etwas anders, direkt so face to face, weil ich dir was ganz Wichtiges erzählen muss. Und ich habe ein bisschen Not, wenn ich das am Ende mache, dass du vielleicht schon gar nicht mehr zuschaust. Nein, ich weiß natürlich, du schaust dir immer ganz brav den ganzen Vlog an, aber sicher ist nun mal sicher. Ganz wichtig ist nämlich, dieser Vlog hier heute ist der letzte Vlog auf meinem Kanal Himbeere Süß Sauer. Der Vlog zieht nämlich um auf meinen anderen Kanal Himbeere Liest. Und er zieht nicht nur vom einen Kanal zum anderen, er zieht auch von Montag auf Mittwoch. Also den nächsten Vlog von mir findest du am 3.1. auf Himbeere Liest. Das ist so eine wichtige Info, die muss ich dir gleich am Anfang erzählen, damit das Jahr nicht untergeht. Ich hoffe, das ist okay für dich, aber wenn du dich jetzt fragst, Himbeere Liest, davon habe ich noch nie was gehört, meinen zweiten Kanal findest du unten in der Infobox verlinkt, den darfst du auch sehr gerne abonnieren. Wie der Name schon sagt, Himbeere Liest, geht es auf dem Kanal dann fast ausschließlich um Bücher. Und somit habe ich auch ein bisschen mehr Chancen auf buchigen Content während des Vlogs. Ich glaube, das passt einfach irgendwie besser dazu. Heute ist der letzte Montag vor Weihnachten. Wir befinden uns also wirklich ganz reell in der Weihnachtswoche. Wahnsinn. Ich fand, in diesem Jahr hat man das gut gemerkt, dass so eine ganze Adventswoche gefehlt hat. Dadurch, dass ja Heiligabend auf einen Sonntag fällt und auf den 4. Advent, fehlte uns ja irgendwie eine Adventswoche oder wenigstens so ein paar Tage. Es ist ja auch wirklich super selten, dass der erste Advent nicht schon im November ist, sondern wirklich erst im Dezember startet. Ich komme irgendwie mit meinen Gedanken, mit meinen Weihnachtsgefühlen in diesem Jahr nicht so ganz hinterher. Wenn ich überlege, dass wir jetzt schon Sonntag, Heiligabend haben, also es ist nicht so, dass mich das in Stress versetzt, überhaupt nicht. Ich bin gerade, was Weihnachten angeht, immer mega gechillt. Ich bin da echt kein Typ, der totale Not hat, dass nicht alles voneinander ist, dass ich irgendwas vergessen habe oder wie auch immer. So ist das gar nicht. Aber ich bin schon jemand, der auch so die Vorweihnachtszeit gerne genießt, sich gerne ein paar Gedanken extra macht, sich ein bisschen Zeit für sich nimmt, das Jahr zu reflektieren und so weiter. Und irgendwie hat mir dazu dieses Jahr, haben mir ein paar Tage gefehlt. Ja, ich rede von der ganzen Woche, aber es ist ja, wenn jetzt Heiligabend auf dem Mittwoch ist, sind es ja nur ein paar Tage, aber irgendwie das hat es noch gebraucht, finde ich. Gut, eine Woche habe ich jetzt noch. Ich hoffe, das langt mir. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie es dir so geht in diesem Jahr. Es kommt ja nicht so häufig vor, dass Heiligabend auf einen Sonntag fällt. Wie geht's dir damit? Ist das für dich in Ordnung? Freust du dich deswegen? Was natürlich schön ist, dass dann Montag und Dienstag gleich Feiertage sind. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Aber ansonsten, wie ging es dir in dieser Vorweihnachtszeit? Fehlt dir was? Oder sagst du, nee, reicht genau aus? Ich kann das ja vorher planen. Lass mich doch einfach mal an deinen Gedanken so teilhaben. So, und damit wünsche ich dir jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Vlog. Ist ja fast schon ein bisschen lustig, oder? Vor 2 Wochen in meinem Vlog habe ich dir noch wunderschöne Herbstinspirationen geliefert mit Fliegenpilzen en masse. Im letzten Vlog dann der erste Frost und in diesem sind wir schon beim ersten richtigen Schnee. Wir hatten im letzten Vlog auch schon so, ja, leicht verschneite Wiesen, aber das hier ist jetzt Schnee. Nicht mit dem zu vergleichen, womit Süddeutschland gerade kämpft, aber hier im Norden gibt es nun auch Schnee. Frieda ist noch ein bisschen skeptisch, oder? Frieda, Schnee! Wo ist der Schnee? Ja, geh mal gucken. Hier Schnee! Okay, sie sucht den Schnee. Sie läuft drüber, sie schnallt es nicht. Komm hier.
habe mich jetzt gerade noch mal ein bisschen aufgefrischt, denn ich habe noch eine Abendverabredung mit meiner Mama. Wir fahren nämlich jetzt zusammen nach Leer und schauen uns dort im Kino eine Lesung an von Silvi Gühmann. Die kommt aus Ostfriesland und davon handelt wohl auch ihr Buch. Ich bin mega gespannt darauf und ich hoffe, ich kann dich ein bisschen mitnehmen. Stehen auf dem Tisch, in der Mitte eine ebenso verzierte Kanne. Kleine Silberlöffelchen liegen liebevoll drapiert auf den Untertassen, eine Platte mit Rosinenbroten wurde sorgsam auf dem Tisch platziert, zusammen mit einem Sahnekännchen und einer kleinen Kelle. Einen tollen Untersatz haben sie da, sagt Max, der bemüht ist, Gastgeberin Gretje zu gefallen. Die will gerade antworten, als sie auch schon unterbrochen wird. Das ist kein Untersatz, das ist ein Stöfchen. Wo kommst du denn, welchen Jungen? Sagt eine ältere, grobschlächtige Frau, die soeben in die Stufe gestampft kommt und Max von oben bis unten mustert, als wäre er derjenige, der sich hier merkwürdig fand. Denn schmissen diejenigen, die Berge in ihrer Nähe hatten, ganzjährlich, großtourisch, mit Feiertagen um sich, protzte die Verwandtschaft im südlichen Zipfel Deutschlands mit für uns Kinder völlig willkürlichen Ferien um sich, streckten wir sie zumindest mit ein paar Traditionen in die Tasche, die sie nicht kannten. Das machte für mich die Zeit erträglicher, die ich als Kind Zwischenzeit nannte und mit der ich die Monate zwischen Ostern, meinem Geburtstag und Weihnachten meinte. Ich war auch sehr geschenkaffin, muss man sagen. Das macht mich jetzt auch nicht sympathischer. Der Dezember war angebrochen und heute war noch dazu ein ganz besonderer Dezembertag, der 5. Tag im Monat, ein Tag vor Nikolaus. Nikolaus kannten zwar alle Kinder in Deutschland, nirgendwo aber wurde Nikolaus oder Sünderklaas, wie er heute manchmal noch genannt wird, so gefeiert wie bei uns in Ostfriesland. Jedenfalls begaben wir uns auch an diesem einen Nikolaustag, an dem ich das Universum herausforderte, auf den Weg zu einer Verknobelung. Niemand weiß so ganz genau, warum wir diesen Tag in der Region so sehr zelebrieren. Heute soll es also um die Winter-Weihnachtsdeko an der Haustür gehen. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen spät mit dran, das kann wohl sein. Das ist ja unsere Dekoration, die wir das ganze Jahr über haben. Diese alten Küchenutensilien, wo überall so ein bisschen Steinkraut drin wächst. Ich weiß gar nicht, ob die hier noch richtig lebt. Die sieht so ein bisschen trocken aus irgendwie, aber krabbelt sich vielleicht auch demnächst wieder. Mein Mann hat mir schon netterweise den Tannenbaum zurechtgestellt. Aber ja, ich glaube, ich lasse das so nur so ein bisschen dekorieren, den Tannenbaum eben ausstatten mit Lichtern und vielleicht ein bisschen Deko. Ich schaue mal, was ich finden kann. Frieda ist natürlich mit dabei und auch zum Einsatz kommt wieder unser Weihnachtsmann. Das ist so ein Holzweihnachtsmann, ja, den wir im letzten Jahr ein bisschen modifiziert haben. Eigentlich kann man den so aufstellen, aber der ist bei jedem Wind umgekippt. Weshalb der seit letztem Jahr seinen Platz bei uns im Beet gefunden hat. Kleiner Augenblick. So, der Weihnachtsmann steht. Und hier im Regal ist schon ein bisschen Deko. Aber ich habe jetzt die ganze Garage auf den Kopf gestellt. Ich habe keine Ahnung, wo wir die Lichterkette und den Baumschmuck haben. Das muss also dann warten. Bis morgen. Da ich draußen hier mit dem Dekorieren nicht so wirklich was erreicht habe, habe ich mich jetzt dran gegeben und habe noch unser Zimtbrot gebacken. Das kommt jetzt frisch aus dem Ofen. Das ist eigentlich ein Rezept für Zimtschnecken, aber der Teig ist mega klebrig. Den kann man nicht wirklich gezielt bewegen, also der lässt sich nicht einrollen oder so. Und beim ersten Mal hat mein Mann quasi so wutentbrannt den ganzen Teig einfach aufs Blech geklatscht und in den Backofen geschoben und das war richtig gut. Jetzt haben wir das schon mehrmals nachgebacken in dieser Art und Weise. Genau, das habe ich heute gemacht. Wir haben letztens auch schon Weihnachtskekse gebacken. Hier sind die restlichen Vanillegipfel. Und naja, es sind ja nicht wirklich Weihnachtskekse. Es sind unsere marokkanischen Orangenblütenwasserkekse. Die backen wir ja recht regelmäßig.
Aber da ich nicht so ein Fan von Vanillegipfeln bin, habe ich die halt eben noch für mich gemacht. Naja, und jetzt für die Familie das Zimtbrot. Wenigstens etwas Weihnachtliches heute. So, mein Mann hat die Deko noch gefunden und netterweise auch schon fertiggestellt. Hier ist einmal die Lichterkette drin, die wird solarbetrieben. Und das sind einmal die Baumanhänger. Genau. Nikolaus hat er nochmal den Weihnachtsmann nochmal ein bisschen besser befestigt. Und unsere Alben haben auch ihre roten Schleifen bekommen. Genau, einmal da. Und einmal da. Ja, sieht schön aus. Sehr schön. So, erstmal ein Paket abholen. Ich habe keine Ahnung, was mich da jetzt erwartet, aber hier drin muss ein Paket für mich sein. So, zu Hause angekommen, bin ich jetzt einmal neugierig, was da so Schönes in dem Paket drin ist. So, super verpackt, das ist genau das Richtige bei diesem nassen Wetter. Da kann nichts passieren. Das scheint eine Karte zu sein. Ach, wie schön. Sehr schön. Okay, das gucke ich mir gleich an. Und hier haben wir auch was eingepackt. Mit sehr viel Liebe. Mega schön. So, das war ein Paket drin von Elfriede. Das ist eine Zuschauerin von mir. Die hat mir schon mal ein tolles Buch geschickt. Und jetzt möchte sie sich einfach bei mir bedanken für meinen Content, den ich mache. Und wünscht mir und meiner Familie frohe Weihnachten. Das ist so, so lieb. Und hat mir dazu ein Buch geschickt. Das Mädchen aus Amsterdam von Fiona Schneider. Historische Romane. Ich mag sie ja wirklich sehr. Das ist ein richtiges Buch. Ich bin total gespannt drauf. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Der Klappentext ist sehr vielversprechend. Ein Waisenmädchen, eine große Liebe und eine Melodie, die ferne Erinnerungen weckt. Wunderschön. Ja, ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank, Elfriede. Ich wünsche dir und natürlich auch allen anderen Zuschauern ebenfalls ein wunderschönes Weihnachtsfest. Heute ist mein freier Tag und den werde ich mit meiner Freundin in Oldenburg verbringen. Das machen wir jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit. So ein bisschen Weihnachtsshopping, so ein bisschen stöbern, uns ja so ein bisschen von diesen vorweihnachtlichen Stimmungen mitreißen lassen. Ich liebe das immer sehr. Und vielleicht besorge ich mir ja auch noch das ein oder andere Geschenk. Mal sehen. Heute ist schon der dritte Advent. Wirklich Wahnsinn, wie die Zeit so vergeht. Noch eine Woche, dann ist Heiligabend. Ich dachte, ich zeige dir jetzt nochmal eben unsere Adventskalender, wie die jetzt so leicht zerpflückt aussehen. Der schönste Kalender ist natürlich den von meiner Familie. Mittlerweile sieht das richtig toll aus mit den ganzen Fotos, die sich hinter den Kläppchen so verbergen. Ich habe mich so doll gefreut. Nummer 16 haben wir hier, das ist ja heute, wenn du guckst, ist schon der 17., aber hinter Nummer 16 verbirgt sich Bettina. Wunderbar, ich liebe es total. Ja, die anderen, wir haben extra hier vorne den Pink-Kalender und den von Rossmann stehen, die sind ja wenig zerpflückt. Der von Essie, der rutscht ja immer nach, das ist immer auch so gar kein Problem. Friedas Kalender dagegen sieht schon leicht zerpflückt und vor allem auch leer aus.
Ihr braucht mir immer nur sagen, Kalender machen, dann steht sie hier schon und wartet auf ihr Leckerchen. Und der von Dresdner Essenz war an manchen Tagen ein bisschen schwierig. Also da ist so hin und wieder, hier sieht man das, ein bisschen was eingerissen, aber das sind ja eh Wegwerfkalender, die kann man ja nicht nochmal verwenden. Von daher ist das auch in Ordnung. Wollen wir mal sehen, was heute in den übrigen Türchen noch so drin ist. Okay, kleine Fehler am Rande. Natürlich ist heute der 17. und ich muss mich gestern wohl vertan haben, weil ich habe dann gestern den 17. geöffnet. Da war nämlich Benny hinter und habe heute einfach die niedrigste Zahl genommen. Aber heute ist ja schon der 17. Okay, kann passieren.